So, liebe Leute, Obacht, herzlich willkommen heißen heute zur Uraufführung von Kaspers Rock'n'Roll Circus. Und jetzt hätte ich mal gerne einen lauten Applaus. Ist die Kamera eher gescheit? Super Sache, dass du was für die Jugend machst, den Freien, das gibt sicher einen guten Umsatz. Na, du brauchst da keine Sorgen machen. Ich schau schon drauf, dass du auf deine Kosten kommst. Naja. Das ist quasi Part of the Game. Jetzt kommt einmal die Band und dann schauen wir weiter. Ja, und wer kommt denn da jetzt? Nein, da wirst du Augen machen, ich hab da was Feines engagiert. Die kommen extra aus Wien. Na wurscht. Singen auf Deutsch, das war mir wichtig, weil bei uns erzählen heimische Werte. Schließlich steht meine Wiederwahl an.
Und da braucht man wieder auch die Stimmen der Jungen. Ja, und wie heißt die Kapelle? Führerlos. Bitte, wer ist los? Na, du Dodo, so heißt die Truppen. Führerlos. Wunderbar, tadellos. Gell? Na ja, wenn's meinst, so lange ist für so einen Umsatz zu sagen, soll's mal recht sein. Ja? Und was spielt die so? Na, so ganz genau kann ich dir das jetzt nicht sagen. Was der Rechner in Gemeinde hat, der hat ja keine Boxen. Weißt du? In den Zeiten, da müssen wir alle sparen. Aber bei dem Namen, was soll denn da schief gehen? Das ist halt nicht so ein modernes Zeichen. Dieses ganze englische Zeichen, das heißt ja alles zusammen nichts. Ne? Das kann man sich gleich sparen. Ja, ja. Die Gäste sparen nicht beim Saufen, gell? Ja, wenn's dein Bier nicht wieder bauen, wie damals, als unser hochgeschätzter und ehrenwerter Herr Landeshauptmann bei unserem Festumzug da war, dann wird es schon wieder. Das war dann ja fast nach hinten losgegangen. Da haben sie ein paar Tätter die Frage gestellt. Aber keine Angst, ich verrate schon nicht bei der Gewerbe. Ich weiß, schließlich hat ja jeder so seine Leiche im Keller. Okay. Und das ist so, dass du auf deine Weste weiß wärst, ja? Und im Übrigen, ganz andere Frage, kommt die Jessica heute an? Natürlich. Die hat heute noch mal gescheit die Sauce aus. Ja. Also, noch einmal brav unter elterlicher Aufsicht feiern, bevor sie den Kevin vom Huber überlegt. Und verstehen die beiden sich eigentlich gut? Aber wo? Die Kleine tut ja so, als ob ihr damit was Schlimmes antun würde. Die versteht das einfach noch nicht, wie das so sein muss. Ne? Wurscht ist auch, was der Liebe vergeht, Hektar besteht. Wo bin ich da? Hallo? Papa, der Kevin ist so eine dumpfe Pflaume, ich halte es nicht aus. Papa, sowas kann niemand heiraten. Na geh, was ist denn mein Schatz? So schlimm wird es schon nicht sein, oder? Ja, er hat mir einen Schlüssel geschenkt. Nein, wie romantisch. Ein Schlüssel zu seinem Herzen? Nein, den Schlüssel zu seinem Kuhstall. Aber das ist doch ein schöner Liebesbeweis. Bis zur Hochzeit wirst du schon verstehen. Ich will den Kevin nicht heiraten, da sperr ich dich an! Jetzt muss ich mir das aber nicht nochmal an. Dass du in der Öffentlichkeit ja keine Szene machst. Heirat wird und passt, aber es ist ausgemacht. Niemals, ich will einen richtigen Mann! Ja, spinnt denn die heute wieder? Ich verstehe das mal einfach nicht. Es ist ja wirklich nicht so eine Geschichte mit der Heirat. Das ist halt so. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Frag ich mal, ne? Zipfel die Zipfel dazu! Ja, wusch! Das hab ich reingefunden, soll ich! Alter! Führer los, das sind wir! Führer los, wo ist das Bier? Ha! Und wer sagt, ist es jetzt? Na bitte nicht so falsch. Das können nur unsere Künstler sein, so was ich gleich. Das? Gute Güte, wie schaut denn die aus? Sehr furchtbar. Sollte das nicht wahr sein? Ich sehe schon. Dir fällt es an allem bezüglich Kultur. Da ruft also noch einer. Na sicher. Ich sehe schon, dir fällt es an allem, gell? Also, Künstler, die müssen prinzipiell einfach extrovertiert sein. Das steht quasi in der Jobbeschreibung. Ich weiß das. Ja, weißt du, ich hab die ganz großen Schaffungsschleute. Wie die Herzkurven letztes Jahr festwiesen. Bin quasi ein alter Hase, ein kleiner Riesenschopp ist. Übrigens, ja, was können Sie es hier am Arsch stehen. Zippe-Zappe, jetzt einmal ganz chillig bleiben. Was sagen Sie eigentlich? Ja. Verzeihen Sie, gnädiges Fräulein, wo sind meine Manieren? Ich bin A. Kittler. Seit drei Legislaturperioden Bürgermeister unseres wunderschönen Luftkurortes Unterstinkenbrunn. Ja, ja, ja. Seit unser letzter Bürgermeister spurlos verschwunden ist. Und ich bin Veranstalter großer Kulturevents, wie in den Herzkurven im Bierzelt. Na ja, ich weiß noch, der alte Bürgermeister, das war der traurige. Was jetzt? Sekunde bitte. Sie heißen wie? Hitler? Hitler! Hitler! Kari Kuhstein, Kulturausschuss oder Kundearbeit, Kinderarbeit, guck mal aus! Hitler! Aha, na sehr spannend. Ihr braucht mich da jetzt hin in Not, weil dann gehe ich mal raus am Durchziehen. Na, Peter, was macht sie?
Sie umziehen? Ja, genau! Sie können sich umziehen, richtig! Ja, übrigens, gibt schon was zum Essen! Ah ja, gibt schon Catering für die Künstler? Catering, das ist quasi so ein Fachausdruck aus der Showbiz-Branche, ne? Das heißt, Essen und die Trage für unsere Künstlerfreunde. Naja, wenn du die abgesammelten Papageien-Künstler nennen magst, es gibt noch Gulasch vergessen oder vielleicht Aufschnittplatte. Epatazzo, wir sind Vegetarier! Habt ihr was ohne Fleisch? Naja, sicher, man packt einen Fisch etwa da und man packt einen Wurstsalat. Du, ich kenne mich da aus. Ich hab das auch im Internet gesehen. Vegetarisch heißt, was? Ganz ohne Viecher drin. Und wenn es veganisch ist, dann essen sie gar nichts mehr, was die Viecher so machen. Veganisch klingt ja voll so eklig. Auch kein Milch oder Käse oder sowas halt. Ja, so. Na ja, ich verstehe schon. Geh, ihr mich, macht das Tippglück mir warm und hau die Pommes in die Fritteuse. Sehr schön! Und wie schaut's mit dem Bier aus? Du, die Getränke zahlen wir aber schon selber, gell? Geh bitte, die Herrschaften trinken natürlich auf meine Rechnung. Juhu! Die Parteikasse, die da hätte schon mal. Hui, super! Da werden sich meine Kollegen freuen. Wir gehen ja schon mal ausladen, gell? Tschüss! Traum von einer Welt, in der die Kunst zum höchsten Lebensprinzip
sind. In der Pinguin und Eisbären Hochzeit feiern. Eine Welt, in der Konzerte nicht um 1:30 vorbei sein müssen. Eine Welt, in der Freibäder eröffnet und nicht geschlossen werden. Eine Welt, in der ich nicht einen Haufen Schulden beim Online-Pokern gemacht habe und deshalb jeden Scheißkick spielen muss. Ja, passt. Kaspers Predigt Nummer 312. Weißt du was? Ich geh ausladen. 100? Bravo, bravo, bravo. Und das alleine! Was? Wie? Wo? Was? Das war links, rechts, was? Hallo? Ah, bravo, bravo, bravo. Seid ihr hier? Ja? Die Band aus Wien? Nein, hey, eigentlich aus Wien, das Dorf, aber eh aus Wien! Interessant. Und wie ist das dort? Was ist doch nicht da? Nicht ja, ich lasse auf Wien Woche, aber. Was ist denn da zu leben? Naja! Bis auf den Verkehr, die Politik, die und alle anderen Bagage. Also wie? War die Leibwand ohne Wiener? Aber das war voll gut. Interessant. Die muss super sein. Magst du mich nicht mitnehmen? Was? Wieso? Ist doch jetzt super da in deinem Kuhdorf. Weißt du? Eine Scheune, ein Fußballplatz, ein winziges Wirtshaus. Und der Kevin. Aha, wer ist jetzt der Kevin? Papa, das nennt ihr meinen zukünftigen. Ich nenne ihn nur ein Arschloch. Will diesen Glitzer nicht hören. Du musst mir helfen. Was? Du bist mein Held, mein Retter. Und dann bleibe ich bei dir und werde dir ewig. Ich habe schon mal die Flyer für den Weihnachtssingen gestaltet. Na, frisch. Und dann machst du Solo-Karriere. Ich weiß schon, du kennst diesen Song, ich weiß schon. My Way covern. Lass mich deine Joko sein. Das war. Ja. Kasper, wir haben jetzt ja schon ohne dich aufgebaut. Vielleicht mag dein Soundcheck zumindest dabei sein. Oder sollte halt. Ich glaube, ich bin halt ohne dich. Das wird wahrscheinlich eh nicht auffallen, oder? Ja, das sollte ich auch. Ich muss sofort los. Tschüss! Übrigens, ich bin die Jessica out. Und wie hast du mein Held? Hallo. Schau mal,
bist auf einmal. Aha. So, so. Na, mir schenkt. Oh, oh, das Böde. Du siehst ja. Hält euch sowas? Oje, oje. Oje. Ja, eh schön, ne? So ein Soundcheck. Beim Konzert spielt sie dann aber eh was anderes. Ja, na sicher. Da spielen wir dann alle unsere Hits. Da blau die Bullensau. Bullensau! So bis zum Untergang. Untergang! Und unser größter Hit am Schluss. Jetzt findet ihr mal ordentlich das System! Und natürlich spielen wir dann auch viel, viel lauter als jetzt. Also bei deutschen Texten haben wir ein wenig aber was anderes vorgestellt. Könnt ihr nicht vielleicht, also ich kann Schlager, aber vielleicht so Volksrock'n'Roll, der ist doch momentan total in. Spielt doch Sweet Little Raylan oder Ich sing ein Lied für dich von diesem Kavalier oder wie der heißt. Links-linken Propaganda. Das ist ja furchtbar. Das hat doch nichts mit Musik zu tun. Die Herzen. Das ist Musik. Mit Liebe und so. Also gut, sicher, wir sind uns einig. Ihr packt es ein und kennst dann wieder welche liberales, rot-grünes Leben vor. Na, jetzt dein Chill mit mir. Wir sind gebucht. Wir sind angekündigt. Gib's ein bisschen Metz. Der Fanbus ist unterwegs. Wir spielen. Du zahlst. Du kost. Ja, Herr Bürgermeister, Sie kulturbeflissener Oberhirt wissen doch, Kunst und Kultur kostet. Und so traurig wir sind, wenn wir nicht spielen tun, auch dieser Schmerz ist bezahlbar. Und was ist Ihnen in unserem Nichtspielen wert? Aha. Da, Herr Wind, Herr Wind. Alles dann, was wollt's? Ein Paletten Bier? Spielen, einfache Gage! Nicht spielen? Doppelte Gage! Ja, seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Ihr wisst ja gar nicht, was ihr da redet. Das ist Erpressung. Niemals. Na gut. Fick das System! Fick das System! Naja, ich werde ja auch gern die jungen Künstler, ne? So, na, weißt du? Auch wenn man den Begriff bei euch schon ordentlich weit ausmachen muss. Schul soll es ja sein. Das Doppelte fürs Nächste tun. Ja, aber jetzt schleicht sich. Also gut. Juhu, jetzt sind wir uns einig. Passt! Sind schon weg! Tschüss! Tschüss! Einfach alles gedacht, ne? Aber so hätte es ja nicht reden sollen eigentlich, ne? Aber man muss immer der Herr der Situation sein. Und, sagen wir es ehrlich, das habe ich eigentlich ganz gut hinbekommen, oder? Entschuldigung, Mann, hab ich Oma? Ja. Hast du das gerade gesagt? Na, eigentlich habe ich den Leuten da nur erklärt, was ich für ein verantwortungsbewusster Politiker bin. Achso, ja, pass auf, komm gleich nochmal. Papa, was höre ich da? Das kannst du doch nicht machen. Na, wie jetzt? Das mit dem Konzert und so, gell? Na, aber, schau mal. Ja, klar, das mit dem Konzert. Ich glaube, du hast es mit der österreichischen Politik noch immer nicht verstanden. Ja, was denn? Das ist ganz einfach in unserer Demokratie. Mhm. Als Bürgermeister mache ich, was ich will. Basta. Ja, aber die Umsätze! Die Umsätze, da kann ich nicht drauf verzichten. Ah, das machen wir schon. Da kriegst du das Buffet-Monopol für die nächsten Parteiveranstaltungen. Ja, das geht gut. Weil ruhig mal zu. Bei uns da, in Unterschnittenbrunnen, da geht sowas nicht. Luftkurort. Mhm.
ganz genau. Tradition und die alten Werte. Schön. Unter Stinkenbrunn darf nicht Wien werden. Was siehst du, was mit Laissez-faire und Multikulti aussagt? Ja. Wenn wir nicht aufpassen. Wenn wir nicht aufpassen. Dann bauen sie uns am Ende noch Asylanten ein. Und dann? Dann kannst du dein Wirtshaus zusperren. Dann ist alles vorbei. Naja, aber was du hast ja wie immer so recht. Ja. Und überhaupt, bist eh du am Arsch. Hab ich das wieder Zeit essen? Papa, noch was für die Jungen. Ein Schatz für die Jungen. Nix so ein Scherl. Geht's was Hackenes, Pflaster? Nach der Hochzeit wird der Kevin schon der Klotz sein. Wer Frau, die gehört den Kuchel. Und die Kuchel, der ist Köhler. Der Köhler. Und der Wasser. Was ist das schon wieder hart? Ich meine, das ist wirklich. Sie hat es noch immer nicht verstanden. Bürgermeister. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind Menschen, aber wie die ausschauen und so viele! Du wirst ja so, als warten die Außerirdischen. Du, vielleicht sind das wirklich die Außerirdischen. Alle bunte Haare und Wühlen, schaut was, die fressen sicher kleine Kinder, schau selber! Ah ja? Wirklich wahr? Ein Haufen Bilder, wie mir scheint. Aber. Ja, sag ich. Du, das sind keine Aussicht. Kinderfrei, soll ich Kinder draus? Du, ich glaub, die sind aus Wien. Was? Ich weiß. Glaubst du, die kommen wegen dem Konzert? Jesus! So eine Auffassungsgabe hätte ich dir gar nicht zutrauen. Das ist es. Das sind Fans. Ach, das sind Fans. So. Na, bitte. Wir haben fertig eingeladen. Wir sind jetzt quasi schon am Weg zurück in die Zivilisation. Hat uns nicht gefreut. Bitte. Eingeladen ist, danke für die Gage für nichts. Moment. Okay, ihr sagt's einmal. Kehren die da draußen zu euch? Wer? Wo? Was? Lass schon! Ja. Schau, das liegt ja ein. Der mit dem Max ist auch da, schau. Und die wilde Annalesnig ist auch da. Und die schöne Schwester, Und die vom BKF sind auch gekommen, das super. Haben sie schon viel gesehen, die sind noch so jung, ich weiß ja gar nicht. Was? So, du bist dran. Also, gut. Das kennst du da oben alle sehr gut. Die Steffi schaut ein bisschen. Aber
die nimmt jetzt dann eh wieder mit, oder? Naja, ich fürchte, die wissen noch gar nicht, was wir heute gar nicht tun. Bürgermeister, was macht er mit Oh-Oh? Na, gar nichts, Wanda. Jetzt, wo nichts ist, da wird nichts sein. Und alle fahren mit der Schenk. Oder? Oder? Ihnen gefällt gar nicht, was nichts ist. Und sie machen sich ihre Party selbst. Oh, das können die gut. Letztens haben die nach einer Bandabsage einfach den Boden zerlegt. Super Party! Bürgermeister! Ich sicher. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Situation und unter Stimmenbrunnen zu retten. Das Konzert findet statt. Bürgermeister! Der war gut! Na was? Also, jetzt habe ich schon die doppelte Gage gezahlt. Jetzt können wir uns ruhiger spielen, oder? Naja, das war das letzte Engagement. Aber wir haben schon alles eingeräumt. Die Band ist müde. Wir können die Blumen gießen, bis Bettstoff für so aus der Licht fressen. Ah, woher mit der Wind? Also, was willst du? Mauerballetten, Bier? Naja. Kabarett. Also, spielen. Einfache Gage. Nicht spielen. Doppelte Gage. Doch wieder spielen. Ja, seid ihr denn des Wahnsinns, fette Beutel? Das ist ja schon wieder Erpressung. Niemals. Na Mann, wie schon gesagt, tschüss! Bürgermeister! Jetzt wart's doch! Ihr müsst doch den armen Wirten hier verstehen. Die lokalen Wirtshäuser, die sind auch sowas angewiesen. Das ist nicht so einfach. So viel kennen die Leute aus der Wirtschaft gar nicht sagen, dass sie ein Wirtshausheiten orientiert. Und Promillekräfte schrecklich. Oder, noch viel wichtiger, ihr müsst euch auch in meine Personalität hineinversetzen. Diese Negativpresse, die kann ich nicht brauchen. Wenn das St. Pölten erfährt, dann war's das mit meiner politischen Karriere. Ja, weil bei der Partei, da kommt sowas gar nicht so lang. Und bei den Wählern vermutlich auch nicht. Auch wenn die sowieso keine Ahnung von Tuten und von Blasen haben. Bitte. Macht das für mich? Macht das für die Jessica? Macht das für Unterstinkenbrunn? Wir waren doch gut zu euch! Nein! Niemals! Das ist gegen unsere Prinzipien! Na, fliegst du zurück nach! Dann habt ihr euch eine 3-Wochen-Gage! Na gut, okay, Petzi, geh aufbauen, wir spielen! Bin schon unterwegs. Ja, und? Bürgermeister! Passt was? Dafür gibt's jetzt noch ein Büro schon gratis dazu. Was? Ein Büro? Na was, ey. Zum Probieren jetzt ein bisschen und ein paar Sachen im Bus. Ja, warum wird die nicht verwendet, weil es zu gefährlich ist? Ja, super, gute Idee. Hauptsache, die Malte ist gut unterhalten und fährt dann wieder heim, ohne dass sie irgendwelche Scherben machen. Und trinkt recht viel. Na dann gehen wir mal. Also. Wirklich. Da fühlen Sie da halt ein bisschen wie der Sisyphus. Aber eins muss man schauen. Das habe ich schon wieder sehr gut hingekriegt eigentlich, oder? Nicht doch, Herr Bürgermeister, bist du ein Bauzi, was da aus? I'm
Bett, Sir Prinz? Ja, doch Sir Büro. Also, so ganz sicher bin ich mir da jetzt noch. Aber drehen Sie aus, oder? Schließlich hab ich dir die Behörden vom Hals gehalten. Ja, und dank mir hast du als Bürgermeister werden die Könige. Ah, sage ich dir gleich. Und du was? Alarmig gehe ich nicht hinter schwedische Gardinen. Deine Vorhänge sind mir wurscht. Gestolpert ist! Sag da! Aber die Jessica, Kinder, kannst
du das glaubst nicht. Jessica ist reingelaufen und hat die Misfits gerettet. Und ihr werdet es nicht glauben, wer die Band ist. Der wortwörtliche Funken rübergesprungen. Aber dann ist noch was Ärgeres passiert. Und jetzt ruft's mal zu. Kusch. Na, du auch. Das Feuer hat einen geheimen Kellerraum im Wirtshaus freigelegt. Und wisst ihr, wer da drin war? Na? Ist es? Kevin. Nicht der Kevin. Nicht aufpassen, nicht aufpassen. Der alte Bürgermeister. Der Kindler hat den doch tatsächlich dort eingesperrt. Und der Durchschnitt, der war sein Kerkermeister. Seitdem konnten die beiden uneingeschränkt in Unterstinkbrunn ihre Füße Geschäfte machen. Jetzt geht's ihm aber wieder gut, der Bürgermeister. Ui! Also dem Alten. Ui! Jetzt geht's los. Der Kindler geht mit dem Durchschnitt ins Kütchen. Der Kindler ist im Kindchen. Kindler im Kindchen. Kindler, Kindchen. Ja, gut. Wie nach dem Wunder blieb ich selbst völlig unverletzt. Die göttliche Fügung hat mich also auserwählt, um zu leben. Genau erkannt, das fliegende Spaghetti-Monster hat mich gerettet, um ihm zu dienen. Wisst, ich habe gespürt, als ich für dieses Wunder zugesagt habe, dass mich ein neues Ding unter stinkende Brunnen erwartet. Und ich werde... Ui, wer war dort? Da war sie. Ich werde jetzt... Pastafari! Tschüss! Der Kasper glaubt doch, er hat immer das letzte Wort. Aber nicht bei uns. Nicht bei uns. Bei uns ist alles ein wenig anders. Da gibt's nämlich so richtige Frauenpower. Feminismus und so, you know? Du verstehst es noch nicht. Komm mal mit nach ihm. Oh ja, gibt's ein gutes Wasser. Ach, das gibt's dort, ja. Du? Wollen wir's tun? Das kehren wir nicht hier und nicht jetzt. Aber die warten doch drauf. Du, das geht nicht heute. Ihr Ferkling, was glaubt's denn hier? Nein, wir haben noch was Schönes. Was denn? Na, wie jetzt? Naja, wisst ihr was? Wir klären das nachher. Wir sagen jetzt mal, auf Wiedersehen. Also, liebe Kinder, liebe Leute. Unser Spiel ist aus für heute. Hört mal deine Stimme. Wir müssen nun nach Hause gehen. Und sagen drum, auf Wiedersehen. Und die Moral von der Geschichte. Gibt es wirklich? Oder auch nicht? Sucht euch doch selber eine aus. Und gebt gut Acht auf euren Weg nach Hause. Bis wieder, Helmi. Wiedersehen. Ich glaube, ich gehe mal jetzt aber noch ein, gell?
jetzt nochmal für die Musik da drüben. Die ist ja super. Genau.